Moin Moin, ihr Nerdtaster, einen dritten schönen Advent. Ja, heute auf diesen Sonntag kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt keinen Weihnachtsstress. Aber um das zu versüßen, gibt's heute was Cooles hier zu gewinnen. Ho, ho, ho. Eine Sache natürlich, warum war kein zeitiges 14. Türchen offen gewesen? Leider hat es zeitlich nicht gepasst, ne? Diesen Adventskalender von Thomas und mir. Ihr wisst ja, er hat die ungeraden Zahlen, ich habe die geraden Zahlen, muss noch überlegen. Und natürlich das 16. Türchen wird heute natürlich stattfinden und das 14. noch dazu. Also ihr werdet heute zwei geile Fanpakete im wirklichen Wert von über, also 250 Euro könnt ihr hier heute gewinnen. Ohne Scheiß, Mann. Erstmal aber natürlich stelle ich euch überhaupt ein Paket vor, was wirklich einen Warenwert hat an die 200 Euro. Von der Firma Filmkonfekt, die mir das gestellt hat, kostenlos. Und was ist überhaupt Filmkonfekt? Ihr könnt denken, Filmkonfekt ist so ein bisschen wie Capra Pictures, die sich spezialisiert haben auf Independent-Filme und so weiter. Und natürlich auch Altklassiker, wie Das Wunder von Manhattan, The Train und Lord of War und so weiter. Ganz viele Sachen, die sie dann halt raushauen als Mediabooks, als D-Books, als Future Packs. Ihr könnt ja mal gerne auf die Seite raufgucken. Die ist natürlich hier nochmal beschrieben und natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, was könntest du denn da gewinnen als einzige Person hier auf diesem Kanal in meiner Community, nämlich das hier. Einmal ein geiles, fettes Paket mit gemischten Krams, den ich euch jetzt nämlich zeigen werde in der Nahaufsicht. So, da komme ich ein bisschen näher ran. Na, heute nicht so frisiert, aber gut. Okay, fangen wir mal an. Hier, einmal ein Button. Kenne ich überhaupt nicht, der sagt mir schon was. Einmal Monokama. Witz, wenn er was scharf macht. Und dann natürlich hier so ein paar Giveaways von Filmkonfekt. Na, Merry Christmas. Ein Sticker. Ein Poster zu The Red Line. Ein Poster zu Fargo. So, jetzt kommen natürlich erstmal die Filme, die ihr gewinnen könnt. Der ist vor kurzem erst erschienen bei Filmkonfekt, The King of Comedy, mit Robert De Niro, ein Film von Martin Scorsese. Ja, den könnt ihr gewinnen. Dann The Train. The Train ist aus den 60ern mit Burt Lancaster, ne? Blu-ray-Premiere inklusive Kinoplakat und 20-seitigen Booklet. So, jetzt kommt ein bisschen die Anime-Ecke. Da könnt ihr nämlich hier diese drei Steelbooks hier gewinnen. Einmal Samurai Blade Girls, dann Samurai Bride, das ist die dann so gesehen die zweite Staffel. Und einmal Aesthetica of a Rogue Hero. Das sind auf jeden Fall jeweils Staffeln, Anime, Feature Packs, limitierte sind das hier. Limitierte Metal Pack Edition. Und dann könnt ihr nochmal die von hinten hier sehen. Aber zu diesen Sachen wird es auch auf jeden Fall nochmal eine Review hier geben. Seid gespannt, ne? Also immer schön den Abo-Button drücken. Und dann könnt ihr als letztes hier dann nochmal die Oliver Stone Collection gewinnen. Filmkonfekt Essentials, einmal JFK, Platoon und Wall Street. Ne? Die wird auch als Rezension auch nochmal stattfinden. Auf jeden Fall ist da wirklich 440 Minuten gekonntes Regiewerk am Werk, wollte ich gerade sagen. Ja, so, ich hoffe mal, ihr seid am Sabbern, oh, ich muss da unbedingt mitmachen, um das zu gewinnen. Ja, wie macht ihr das überhaupt am dritten Advent? Ne, das ist nämlich die Adventsverlosung. Das könnt ihr nämlich über das Google-Formular ausfüllen, Türchen 16, einmal Filmkonfekt-Gewinnspiel Nummer 1. Also, da wird doch mal was kommen. Ja, was wollt ihr nochmal wissen, was ich am 14. Türchen verlost hätte? Nämlich das hier. Ihr denkt mir schon mal auch, Alter, was ballert der alles raus? Ich habe mich echt wund geschrieben. So. Was könnt ihr hier in diesem Filmpaket gewinnen? Einmal die Rambo-Trilogie. Rambo 1, 2, 3, die jetzt ja neu erschienen ist auf DVD. Ist also ein DVD-Filmpaket, kann man jetzt einfach sagen. Einmal, okay, da ist eine Blu-ray noch dabei, sorry. Brotherhood of Blades 2, die könnt ihr noch gewinnen. Ich mache das mal so hier rein. Dann einmal Hereditary. Den fand ich ja jetzt nicht so... Man konnte es wieder angucken, der war ganz gut. Und natürlich Freddy Eddie habe ich letzten Gewinnspiel auch verlost. Und 2011 Cuts Under Fire mit Nicolas Cage. Das könnt ihr gewinnen als 14. Türchen. Genau das gleiche wie beim 16. Türchen. Google-Formular, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Macht mit. Hier natürlich ab 18, das andere geht ab 16 in Ordnung. Aber wie gesagt, die ganzen Teilnahmebedingungen steht alles in meinem Google-Formular drin. Und es läuft alles... Ne, alle Sachen. Ihr habt auch wirklich noch Zeit, überall mitzumachen. Bis zum 30.12. Ja, ich würde mal sagen, das sind noch geile Preise, oder? Ich hoffe mal, das wird sich auch mal jetzt in den Kommentaren nochmal widerspiegeln, was ihr davon hält. Von denen haltet. Meine Güte, ja, das merkt schon so, ne? Ja, der Glühwein war nicht schuld. Nein, einfach, weiß ich auch nicht. Ja, so, auf jeden Fall, ihr macht mit. Ich mache die nächsten Türchen wieder auf. Seid gespannt natürlich, was die nächsten Tage nochmal kommen wird. Dieses Jahr werden noch einige Reviews kommen. Comic-Reviews, Lego-Aufbau-Video,
irgendwie noch ein paar Sachen so. Und dann geht's richtig ab Januar los mit Erklärvideos zu Avengers. Ne? Seid gespannt. Vorher wollte ich nochmal eins versuchen. Einer hat sich was gewünscht, ein paar Theorien eingestreut. Aber egal. So, ihr könnt mitmachen hier. Und nochmal, wie gesagt, Dankeschön an die ganzen Spender. Ne? So, die stehen natürlich auch alle in der Videobeschreibung drin. Und ich würde sagen, Leute, ne, habt eine schöne Weihnachtszeit. Macht euch keinen Stress. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao. Bam.